Hallo Kinder, ich habe hier 5 Fotos von Kindern, die Anfang der 50er Jahre bei uns zur Schule gegangen sind. Wenn ihr euch mal die Bilder anschaut, das ist ein Mädchen, das Bild ist glaube ich von 1953 oder 54 und hier ein anderes Mädchen zur selben Zeit aufgenommen. Typisch für die Mädchen damals war, sie hatten Zöpfe oder manchmal Schleifchen im Haar gebunden. Das seht ihr hier an einem dritten Bild von einem Mädchen. Das ist dasselbe Mädchen wie in der Mitte, nur 2 Jahre jünger. Seht ihr das Bild nochmal. Wenn ihr euch mal die Kleidung anguckt, Anfang der 50er Jahre, dann fällt euch vielleicht auf, die sieht ein bisschen älter aus. Ist nicht so modern, aber das Besondere daran ist nicht, dass sie älter aussieht, sondern die Kleidung konnte man so nicht kaufen. Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre, das waren die Nachkriegszeiten und in diesen Zeiten gab es in den Geschäften oftmals kaum etwas zu kaufen. Das Land war zerstört und musste erst langsam wieder aufgebaut werden. Und all diese Sachen, wie die Jacke, die dieses Mädchen hier trägt, oder das Kleid von diesem Mädchen, diese Sachen mussten die Mütter und Großmütter selber machen. Es wurde also gestrickt und genäht aus Stoffresten, manchmal sogar aus Stoffresten von ehemaligen Soldaten, die man nicht mehr gebrauchen konnte, wurde neue Kleidung hergestellt. So wie bei diesem Jungen hier, wo der Pullover und der Pulli hier von der Mutter oder von der Oma gestrickt worden ist. Die Jungs trugen, so wie ihr hier oben seht, kurze Haare. Hinter den Ohren war meistens dann kurz danach schon Schluss. Und das kenne ich aus meiner Zeit auch. Als kleines Kind hatte man eben kurze Haare und nicht nur kurze Haare, sondern auch kurze Hosen. Und oftmals auch kurze Hosen im Winter. Im Winter trugen dann, damit es nicht zu kalt war, die Mädchen und Jungen Strumpfhosen. Aber die kratzten oftmals fürchterlich. Und es gab viele Jungs, die auch im Winter eben mit kurzer Hose und mit Strumpfhose darunter rumgelaufen sind. Bei diesem Bild, ein wunderschönes Bild von einem Mädchen Anfang der 50er Jahre, seht ihr die typischen Frisuren, kunstvoll geflochten und das Mädchen hat auch eine Bluse an, die die Mama oder die Oma an der Nähmaschine selber genäht hat, mit einem Kragen und extra Knöpfe organisiert. Das heißt, in den Läden gab es diese Kleidung so nicht zu kaufen und man konnte froh sein, wenn die Mama oder die Oma eine gute Schneiderin war. Wenn nicht, musste mal die Tante oder die Nachbarin aushelfen. Andere Zeiten als heute, wo ihr einfach so in den Laden gehen könnt und könnt euch von der Stange etwas aussuchen, was euch gefällt. Das war's für heute. Tschüss!